Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen, kleinen, gemütlichen Strick-Podcast. Beziehungsweise Häkel-Podcast ist es auch ein bisschen. Mein Name ist Nora und ja, willkommen zurück, beziehungsweise ganz herzlich willkommen, wenn ihr neu seid, auf meinem Kanal NorArt. Hier gibt es alle möglichen Videos zum Thema Handarbeiten, aber auch ein bisschen Freizeit und was mich gerade so beschäftigt, also... Ich hoffe, ihr fühlt euch wohl hier in diesem kleinen Safe Space. So, wir fangen ganz klassisch an mit dem, was ich heute trage. Das ist der Monday Sweater von Petite Knit. Mit dem tollen dicken Raglan hier. Und ja, den Pulli habe ich jetzt schon eine ganze Weile fertig gestrickt. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wann ich den hundertprozentig fertig gemacht habe. Aber ja, ich liebe den, ich liebe die Farbe. Ich finde ihn sehr angenehm zu tragen. Ich habe den mit Mohair und so einem, ja, Merino-Garn quasi, Fingering-Garn, gestrickt, und zwar ist es von Hobby das Unicorn Garn in diesem unfassbar schönen Rot und dann dazu noch von Hobby das Diablo. Also das ist jetzt kein Seidenmohair, sondern so ein bisschen eine Alternative dazu, aber ja. Ich mag ihn wirklich richtig gerne und habe auch aus einem bestimmten Grund diesen Pullover heute an. Das werden wir dann gleich noch sehen. Ja, ich habe wieder viele bunte Sachen dabei. Ich habe einiges beenden können auch, was mich sehr, sehr freut von meinen vielen Works in Progress, die, ja, wie gesagt, fertig geworden sind. Und ich werde wahrscheinlich nicht zu ausführlich über jedes einzelne sprechen, da ich das auch öfter in verschiedenen anderen Videos erwähne. Dieser Strick-Podcast ist hauptsächlich für diejenigen von euch da, die meine Vlogs nicht so gerne sehen. Aber... wenn ihr dann irgendwie an einem bestimmten Teil doch noch ausführlicher Interesse haben solltet, dann könnt ihr euch ja gerne da noch ein paar anderen Videos von mir anschauen. Wir fangen an mit einem Top, bei dem ich nicht hundertprozentig sicher bin, ob ich euch das schon gezeigt habe in einem Strick-Podcast. Beziehungsweise das ist jetzt tatsächlich auch gehäkelt. Und das war auch ein Anleitungstest. Und zwar ist es das Artemisia Top von If Crochet. Habe ich sehr, sehr schnell beenden können. Das ist eine Baumwollkone von Hobby auch. Also ich habe wirklich viel Hobbygarn, aber immer alles selbst gekauft. Und ich glaube, ich müsste hier auch immer noch die Bändel, die ich übrigens abgeändert habe. Ich habe es über Kreuz gemacht, weil ich das irgendwie persönlich jetzt schöner fand und passender zum Top war, auch für die Designerin okay. Aber ich habe sie ein bisschen zu lang gemacht. Also Baumwollgarn und vor allem dann ja auch gehäkelt, hat doch immer die Eigenschaft, dass es sich sehr dehnt. Und das merke ich hier dann auch. Es rutscht so ein bisschen runter. Also das möchte ich auf jeden Fall dann für den nächsten Sommer, jetzt nicht, noch anpassen. Aber... ja, ich finde es ein sehr süßes Top mit High-Waisted Hosen und einem Rock oder sowas. Kann man das auf jeden Fall super gut kombinieren. Ich würde da jetzt auf jeden Fall trotzdem was drunter ziehen. Bei meinen Häkeltops mache ich das immer so, dass ich dann einen trägerlosen BH drunter anziehe. Den sieht man dann halt am Rücken, vor allem hier, weil es ist einfach nur ja mit so einem Luftmaschenbändchen wird es zusammengehalten, aber wie gesagt, ich finde es toll. Mir macht es jetzt auch nichts aus, dass man das dann so sieht. Ihr werdet sicherlich jetzt auch schon Tragefotos gesehen haben. Und ja, es hat mir viel Spaß gemacht, das zu testen. Ich hoffe, ich habe es euch noch nicht gezeigt gehabt oder dann eben nur als Whip bisher. Dann habe ich tatsächlich noch ein Häkelprojekt fertig. Das war auch ein Anleitungstest. Also ich habe hier sehr viele Anleitungstests und mein Stuhl quietscht. Entschuldigung. Aber ja, ich bin so ein bisschen sehr in Testen von Anleitungsstimmung. Also ich weiß nicht, ob ich das auch jemals wieder losbekomme. Es wurde schon fast ein bisschen viel. So, wir haben als nächstes dieses kunterbunte Teil hier.
Das ist ein gehäkelter Pullover von Nitty Bay, heißt sie. Sie hat sowohl gehäkelte als auch gestrickte Anleitungen. Und ja, man hat so ein bisschen Mohairgarn zwischendrin. Da habe ich dieses gräuliche benutzt. Das ist auch Restegarn, das ich noch von einem, so einem Überziehpulli, wie heißen die denn? Pullunder übrig hatte. Und ja, ansonsten habe ich hier noch ganz viel Hobbygarn. Das ist dann das Baumwollgarn in, ich glaube, 8-fädig. Also ich habe 8-4 doppelt, nee, oder war es 8-6? Ich bin mir gerade unsicher. Vielleicht habe ich es auf Instagram aufgeschrieben. Manchmal dokumentiere ich ein paar Sachen auf Instagram. Genau, es ist das 8-6er Baumwollgarn von Hobby, das ich hier benutzt habe und eben Drops Silk Mohair. Ja, und so ein bisschen Halloweenig finde ich persönlich von den Farben, was ich sehr, sehr toll finde. Den hatte ich jetzt auch schon sehr häufig an, diesen Pulli. Ich liebe ihn und ja, finde ich die perfekte Mischung aus was Bequemen, das aber irgendwie nach was aussieht. Ich fand auch alle Beispiele der Tester richtig, richtig toll. Also ich kann mir sowas auch gut vorstellen, dann nochmal in anderen Farben, in anderem Garn. Und ja, sehr, sehr cool. Das ist übrigens Pixie Sweater, habe ich, glaube ich, noch nicht erwähnt, wie der heißt. Ja, genau. So viel dann noch dazu. Jetzt muss ich überlegen, was ich als nächstes beendet habe. Und ich glaube, das ist ein Teststrickprojekt jetzt. Genau. Und zwar ist es der Lana Longline Cardigan von Friday Knits. Der ist jetzt auch komplett fertig geworden mit den Taschen. Ich persönlich habe in meiner Version keine Knöpfe dran gemacht, einfach weil ich das, glaube ich, cooler finde, wenn das dann in diesem Fall, wenn er so lang ist, einfach nur ein Cardigan ist, den ich so um mich rum wickle irgendwie. Ich habe Größe 2, wenn ich mich richtig erinnere, gestrickt und habe von Drops das Drops Air benutzt, in diesem richtig tollen Blau mit so ein bisschen Pink noch drin. Also ich mag das total gerne, weil das so schön die Farbe irgendwie wechselt. Und ja, ich hatte sehr viel Spaß dran. Das ging recht schnell, weil es dann doch auch mit, ich glaube, 6 mm oder noch höher, ich weiß es schon gar nicht mehr, Nadeln gestrickt wurde. Und ich glaube, dieses Projekt hat mich auch so ein bisschen meine negativen Emotionen gegenüber Linksstricken vergessen lassen. Also irgendwie hatte ich sehr viel Spaß an diesem Projekt und auch das Linksstricken hat mir hier überhaupt nichts ausgemacht und seitdem habe ich es, glaube ich, überwunden. Also ist natürlich richtig, richtig cool. Ich mag die Ärmel, ich mag wirklich alles daran, muss ich echt sagen. Ich finde, die Farbe steht mir auch gut und ja, werde ich jetzt auf jeden Fall sehr häufig anziehen. Ich hatte den, seit ich ihn beendet habe, was jetzt auch noch nicht so lange her war und nachdem ich die Fotos gemacht hatte, habe ich den hier gesammelt, um ihn dann eben euch im Strickpodcast zeigen zu können. Und seitdem hatte ich den jetzt noch nicht wirklich an, was total blöd ist, weil der ist halt jetzt für die Jahreszeit wirklich perfekt, vor allem auch im Homeoffice und alles. Also der wird jetzt auf jeden Fall ein Bestandteil meines, ja, Kleiderschrankes für die kältere Zeit und wird sehr häufig getragen, da bin ich mir sicher. Gut, und als 100% fertiges weiteres Projekt, das ist gerade erst gestern fertig geworden. Heute habe ich die Fotos dafür gemacht. Ich werde sie wahrscheinlich auch ganz bald jetzt schon auf Instagram posten, also kann ich euch das natürlich dann auch alles schön einfügen. Ja. Das ist weiterhin ein Häkelprojekt und es ist super, super schwer und wahrscheinlich auch sehr schwer, euch jetzt zu zeigen. Aber es ist auf jeden Fall der Oversize Cardigan von Marzipan Crochet, der mit Milky Way von Hobby ebenfalls gestrickt wurde. Allerdings muss ich sagen, dass ich da ein bisschen ein großes Dilemma mit hatte. Also, wie ihr auch sehen könnt, habe ich hier eine andere Farbe drin in der Kapuze, denn ich habe Yarn Chicken, nennt man das im Englischen,
verloren. Dieses Spiel mit dem Feuer, mehr oder weniger. Ich dachte, ich hätte schon von Anfang an genug Garn in meinem Stash gehabt, hab's dann aber total unterschätzt, dass man beim Häkeln ja deutlich mehr Garn braucht. Und ich habe den Cardigan auch länger als die Designerin in der Anleitung. Es ist eigentlich ein Made-to-Measure, nennt sich das. Also ein, ja, man kann das selbst sich quasi alles zusammenrechnen, wie lange und groß das werden soll. Das ist häufiger bei Häkelanleitungen der Fall. Ja, jetzt habe ich den Anfang meines Satzes verloren. Ich habe den auf jeden Fall länger gehäkelt, weil ich wirklich dachte, oh, ich habe ja genug Garn und ich habe da irgendwie einfach überhaupt nicht drüber nachgedacht. Dann habe ich nach einer Weile schon recht früh gemerkt, dass mir das Garn ausgeht und hatte dann einiges nochmal nachbestellt über Hobby. Und dann habe ich am Ende gemerkt, dass mir, ja, 2 Knäuel hätte ich noch gebraucht in diesem dunklen Farbton, dass mir das da auch ausgegangen ist. Und dann war das Garn aber komplett weg. Das gibt's nicht mehr, es ist aus dem Sortiment. Also diese dunkle Farbe des Milky Way Garns gibt's nicht mehr. Es gibt noch alle möglichen anderen Farben, aber nicht mehr das. Und das ist sehr, sehr traurig, denn wie gesagt, mir hätten nur noch 2 Knäuel gefehlt. Ich hatte zum Glück noch das hier zu Hause, sodass das jetzt halt so ein bisschen Special Look irgendwie dem Ganzen verleiht. Finde ich es besonders toll, eher nicht so. Aber naja, es ist jetzt, was es ist. Ich muss damit leben. Ich glaube, auf den Fotos sieht es auch gar nicht so schlimm aus, wie es jetzt in der Kamera rüberkommt, weiß ich nicht. Im Endeffekt, wenn ich dieses Teil trage, ist es hinten am Rücken und ich persönlich sehe es da nicht. Also könnte es mir eigentlich egal sein. Naja. Ja, und an den Ärmeln, wo sind sie denn jetzt? Hier. Ach, da habe ich auch noch einen Faden nicht vernäht. Aber da habe ich dann ganz anderes Garn benutzt, um die so zusammen zu machen. Ja. Was man nicht alles macht, wenn einem das Garn ausgeht und man keine Möglichkeit hat, neues zu kaufen. Ich hatte trotz allem richtig viel Spaß an dem Test. Ich finde das Garn auch ganz toll. Ich finde es sehr, sehr schade, dass gerade diese Farbe, die ich am meisten mochte, aus dem Sortiment gegangen ist. Das Grün gibt es noch, soweit ich weiß, jetzt aktueller Stand. Und ich habe tatsächlich Lust, damit noch irgendwas zu machen. Aber ich weiß nicht, ob das dann so schlau ist, wenn das wirklich komplett aus dem Sortiment dann irgendwann rausgeht. Also alle Farben. Es wird auf jeden Fall als Restposten angegeben. Naja. Es gibt nämlich eine Anleitung, die damit gestrickt wurde auf Hobby. Und die gefällt mir richtig gut. Es ist ein Strickcardigan. Ja, wie dem auch sei. Test-Häkel-Projekt. Jetzt aktuell, wo ich heute aufnehme, ist die Anleitung noch nicht draußen. Die Anleitung aller anderen Testprojekte, die ich euch jetzt schon gezeigt habe, die gibt es schon. Die kann ich euch verlinken in der Infobox, wie immer. Hier werde ich euch auf jeden Fall die Designerin verlinken. Und sollte das Video rauskommen, wenn die Anleitung schon verfügbar ist, dann verlinke ich euch das natürlich auch in der Infobox. Genau. Ich drehe heute ein bisschen vor, so als Nebeninfo. Ja, und dann können wir jetzt eine Überleitung zu meinen aktiven Whips machen. Ein Whip, das ich schon länger in meinen Whips, in meinen UFOs, Unfinished Objects, Works in Progress, wie auch immer man das jetzt alles nennen möchte, ist auf jeden Fall schon länger in Bearbeitung habe, ist ein zweiter Monday-Sweater. Und deswegen, ich dachte, ich fände es jetzt ganz cool, euch heute das so als Vergleich zeigen zu können, wie man eine Anleitung in verschiedenen Arten stricken kann und dann, finde ich persönlich, doch komplett unterschiedliche Ergebnisse erhalten kann. Und ja, mein Monday-Sweater, mein zweiter Monday-Sweater, den ich schon länger angeschlagen hatte, der jetzt so ewig lang auf meiner Whip-Liste lag, ist fast fertig. Wirklich fast. Ich bin komplett fertig mit dem Stricken,
aber ich müsste noch ein paar Fäden vernähen. Das habe ich jetzt bis heute nicht geschafft. Ich wollte aber unbedingt das Video abdrehen. Deswegen zeige ich euch den jetzt im aktuellen Zustand. So sieht er aus. Und ja, hier kann man jetzt noch nicht erkennen, was noch nicht vernäht ist, aber jetzt gleich seht ihr es. Ja. All diese Fäden hier muss ich noch vernähen, sodass das halt hier sich nicht die ganze Zeit von löst. Aber wie cool sieht diese Version aus, oder? Ganz anders als die. Ich gehe noch mal ein bisschen näher ran, dann seht ihr vielleicht auch das Mohair so ein bisschen. Weil hier benutze ich eben kein Mohair. Der ist gestrickt in Double Sunday. Und dann haben wir links und rechts jeweils, spiegelverkehrt, wie auch immer, von Sorella Yarns handgefärbtes Garn aus der zweiten Taylor Swift Kollektion. Sie hatte jetzt vor kurzem wieder eine Taylor Swift Kollektion, aber ich konnte es mir verkneifen, dort zu bestellen. Ja, war gut. Aber ja, jetzt habe ich hier endlich mal ein bisschen angefangen, das Garn zu benutzen. Und ich finde, es ist richtig cool. Man sieht hier so ein bisschen vom Handfärben die unterschiedlichen Streifen, von der unterschiedlichen Färbung eben. Hier ist es ein kleines bisschen einheitlicher. Aber ich mag beide richtig gern. Ich finde, das sieht richtig cool aus mit dem Schwarz zusammen. Und ja, jetzt diese Woche setze ich mich dahinter, damit ich die Fäden vernähen kann, verfäden kann. Und dann wird es geblockt und dann kann ich das wie meinen ersten Monday Sweater richtig gut zusammen, nicht zusammen, richtig gut anziehen öfter. Und ja, es ist genau mein Stil mit dem Schwarz und den knalligen Farben. Ich finde es richtig, richtig cool. Ich freue mich da sehr darauf. Ich denke, der wird auch noch ein bisschen wachsen. Ich habe hier übrigens auch eine Größe kleiner gestrickt. Das ist Größe S. Das hier ist Größe M. Der fällt jetzt halt ja allgemein ein bisschen labbeliger aus, bisschen größer aus, dadurch, dass er auch geblockt ist und schon mehrmals getragen und geliebt. Ja, aber ich denke, der wird auch noch richtig gut fallen und ist ja trotzdem auch ein bisschen Oversize, was ich auch sehr gerne mag an meinen Pullovern. Ja, kann ich sonst noch irgendwas dazu sagen? Ah ja, die Anleitung ist von Petite Knit. Meiner geliebten Petite Knit. Ich kann ihr einfach bei vor allem Pullover-Anleitungen vertrauen. Ja, hierzu nochmal die Info. Ich kann euch nicht empfehlen, den Monday Sweater in dieser Technik zu stricken mit den zwei Ärmeln, wie ich das hier gemacht habe. Überlegt euch was anderes. Vielleicht sucht euch doch ein anderes Muster. Eins mit Drop Shoulder und nicht Raglan. Weil das hier, ja, ich weiß, dass ich da für mich einen sehr umständlichen Weg gegangen bin, dadurch, dass ich die Fäden immer abgeschnitten habe. Man kann das auf jeden Fall auch anders lösen, aber dadurch, dass ich zwei verschiedene Farben hatte, war das mit Colorwork einfach nicht drin, beziehungsweise Intarsientechnik heißt es ja dann. Ich hätte mir mehrere Knäuel vorfertigen müssen mit den jeweiligen Farben und dann Intarsientechnik anwenden. Das war mir aber irgendwie auch nicht so gerecht, weil ich ja handgefärbtes Garn benutze. Ich hatte jeweils nur einen Strang, den hätte ich immer zwischendurch abwiegen müssen, damit die auch gleich groß gewickelt sind. Also das war auch irgendwie nicht das Wahre. Aber ja. Das werde ich nie wieder genauso machen. Ich werde mir dann irgendwie eine andere Anleitung zu Hand nehmen oder Garn, das vielleicht in mehreren Knäueln kommt und nicht handgefärbt ist oder so. Keine Ahnung. Schauen wir mal, ob ich jemals auch wieder so unterschiedliche Ärmel stricke. Aber das Ergebnis ist cool. Der Weg dahin war aber sehr lang und da rate ich euch auf jeden Fall, es anders zu machen. Ebenfalls fast fertig ist ein auch wirklich super Langzeit-Whip, und zwar die Kaffeesocke. Das war mein allererstes Colorwork-Projekt jemals. Das ist eine Socke aus dem Buch Einzigartige Motivsocken stricken.
Ich glaube, jetzt habe ich es endlich richtig wiedergegeben, den Titel, von Charlotte Stone. Und wie ihr sehen könnt, ist jetzt die erste Socke immerhin fertig. Die Socke ist für Ama, Größe 43. Es ist ein bisschen größer geworden tatsächlich hier am Fuß, aber dann ist es gemütlich. Und ich bin so froh, dass das Kaffeemotiv sich so schön rausgeblockt hat. Diejenigen, die das jetzt schon öfter bei mir gesehen haben, die haben das gesehen, dass es sich sehr zusammengezogen hat durch einfach den Fakt, dass ich das erste Mal Colorwork gestrickt habe und noch nicht wirklich wusste. Ich weiß es eigentlich auch immer noch nicht. Ich mache einfach irgendwie, wie man es wirklich strickt. Aber ich glaube, ich bin jetzt seitdem doch einiges besser geworden und deswegen bin ich einfach trotzdem froh, dass es sich rausgespannt hat und ich glaube, es wird richtig, richtig cool. Beziehungsweise die Socke ist schon richtig cool und mit der zweiten habe ich jetzt immerhin nur so ein bisschen angefangen. Einfach, dass ich nicht in dieses Sockensyndrom, dass ich das nicht bekomme. Zweites Sockensyndrom, ja. Second Sock Syndrome. Auf Englisch ist es witziger, weil das SSS. Ne? Zum Glück ist da noch ein S dabei. Ihr wisst, was ich meine. Ja. So viel dazu. Macht mir auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß, diese Socke zu stricken. Ich hatte so eine Zeit lang gar keine Lust auf Socken. Vielleicht kommt es jetzt passend zum Herbst dann doch wieder. Auch die nächsten zwei Projekte sind fast fertig, beziehungsweise eins davon ist schon fertig, aber ich zähle das irgendwie so als ein größeres WIP. Und zwar ist es endlich das Community-Projekt mit meinen Kanalmitgliedern hier. Da habe ich euch schon ein Video abgedreht. Jetzt gerade, wo ich hier dieses Video aufnehme, habe ich es noch nicht online gestellt, aber für euch als Zuschauer sollte es schon verfügbar sein, weshalb ich euch das heute jetzt alles aus meinem aktuellen, heutigen Stand des Aufnehmens zeigen kann. Ich weiß, das ist ein bisschen kompliziert und verwirrend, aber so ist es bei mir. Ich habe für die liebe Hanna dieses Nadeletui gemacht. Und zwar haben mir meine Kanalmitglieder Vierecke zugeschickt oder halt irgendwas Eckiges. Sie haben alle gehäkelt, man hätte aber auch gerne stricken können, da habe ich keine Vorgaben gegeben. Ich habe auch keine Größenangabe oder sonstiges gemacht, einfach nur was Eckiges, damit ich es eben gut zusammen machen kann. Und ja, von Hanna selbst kamen diese zwei. Von mir ist das, das und das, noch irgendwas? Ja. Das und das. Also ich habe hier tatsächlich einiges auch von mir drin. Habe das in dem grünen Farbschema so ein bisschen mit noch so ein paar anderen Farben, die meiner Meinung nach gut harmonieren dazu, zusammengefügt und ihr dann das noch hier eingenäht. Hier kann man Nadelspiele reinmachen und ich bin an meiner Nähmaschine verzweifelt, deswegen ist es per Hand eingenäht und sieht total schief und krumm aus. Hanna, du hast es jetzt schon erhalten. Ich hoffe, du freust dich da trotzdem drüber. Du hast dir ein Nadeletui gewünscht. Ich habe mein Bestes gegeben, es zu verwirklichen. Und ja, bevor es jetzt dann eben rausgeht, wollte ich euch das ganz gerne noch zeigen. Deswegen drehen wir heute vor. So, genau. Das ist schon komplett fertig und aktuell aus meinem Standpunkt arbeite ich jetzt noch an der Tasche für Evie. Da habe ich die tatsächlichen Granny Square Teile jetzt mal zusammen gemacht. Kriege ich jetzt noch hin von was Evie gestiftet hat? Oder Ivy? Ich weiß leider nicht hundertprozentig, wie man deinen Namen ausspricht. Ich glaube, von ihr kamen diese zwei Granny Squares, die etwas, ich sag mal, knalligeren. Genau. Und hier habe ich gedacht, ich mache es super bunt. Sie hat mir da keine Angaben gegeben.
und mach einfach damit so ein bisschen auch Ausgleich da ist und manche so einen schwarzen Rand rum, aber eben auch komplett einmal drumrum. Und sie hat sich von mir eine Gesundheitstasche gewünscht, so nenne ich das jetzt auch einfach, um jetzt keine gesundheitlichen Beschwerden von ihr im Internet öffentlich zu teilen. Ja, sie hat einfach so ein paar Dinge, die sie alltäglich mitnimmt, deswegen Gesundheitstasche und ich dachte, so passt da auf jeden Fall genug rein. Und die Seiten, ja, das ist jetzt voll mit Bändeln, die häkle ich jetzt gerade. Die kommen dann hier so an der Seite dran. Wahrscheinlich bin ich ja aber eh heute schon damit fertig, weil sonst kann dieses Video nicht live geben, das gehen. Deswegen werde ich euch jetzt das Foto mal noch einfügen davon. Ich wollte dann noch einen Reißverschluss reinmachen und sie hat jetzt nicht gesagt, dass es eine Tasche mit Umhängeschlaufen sein werden soll. Deswegen habe ich das dann jetzt nicht eingeplant. Aber man kann das ja easy noch anhäkeln und einfügen. Vielleicht dann auch was komplett Buntes, das man dann hier so drüber macht. Genau. Also hier werde ich auch einmal noch schwarz außenrum häkeln und natürlich die Bänden wegmachen, dass das dann halt nur so aussieht. Und dann kommt das an die Seiten und natürlich auch einmal so rum. Und der Reißverschluss ist dann da noch. Ja, ihr habt es ja dann schon gesehen, beziehungsweise ihr könnt euch gerne dazu dann auch das Video, den Vlog noch anschauen, wie ich daran arbeite. Genau, aber ich dachte, es ist schöner, wenn ich euch das jetzt doch nochmal so aus meinem aktuellen Standpunkt aus zeigen kann, als wie wenn ich euch einfach nur Fotos einfüge. Oh, apropos Fotos einfüge. Es fällt mir jetzt gerade ein, wo ich das erwähne. Ich habe nämlich das Whip für meinen Bruder auch fertig bekommen, den Cardigan, den The Dude Cardigan. Da kann ich euch jetzt leider tatsächlich nur ein Foto einfügen. Ich bin froh, dass das Projekt endlich fertig ist. Es hat mir keinen Spaß gemacht, deswegen hat es jetzt auch so lange gedauert, bis ich es fertig gebracht habe. Es ist sehr schade, weil es ein Geschenk für meinen Bruder war, aber ja, immerhin bin ich jetzt irgendwann fertig geworden. Er hat es jetzt mittlerweile auch bekommen. Er findet, es sieht cool aus, wenn er es nicht anhat. Leider ist es in ihm nämlich zu lang. Also mal schauen, ob er vielleicht da doch irgendwie noch was dran ändern kann oder ob er es einfach offen lässt und nicht zumacht. Also ich hoffe, er kann irgendwie trotzdem Verwendung dafür noch finden. Ja, und jetzt meine zwei Whips, die lange noch nicht fertig sind. Und das eine Whip ist jetzt auch ein ganz neues Whip. Ein Whip, das ich auch eigentlich nicht geplant hatte in meinem einen Video, was ich jetzt gerne demnächst super schnell sofort anschlagen möchte. Ich weiß nicht mehr, wie ich es genannt habe. Aber ich habe den Celeste Sweater von Petite Knit unbedingt doch noch anschlagen müssen, nachdem ich eine Arbeitskollegin von mir daran habe stricken sehen in braun-blau-Tönen war das so ein bisschen. Und ich bin halt die super knallige mit schwarz kombinierte Richtung gegangen. Ich hatte das Garn nämlich auch schon eine sehr lange Weile hier und dachte, es wird dann endlich auch doch noch Zeit. Ja, das ist die Größe XS. Also das soll sehr oder relativ passgenau werden. Den Kragen werde ich wahrscheinlich doch auch noch umnähen. Und ich habe für Körper und Arme gesplittet gerade erst und das heißt, jetzt wird einfach nur glatt rechts runter gestrickt. Ja, ich mag dieses Design richtig gern und hier habe ich auch tatsächlich gut Colorwork gestrickt, meiner Meinung nach. Die Arbeitskollegin von mir hat mir nämlich auch so einen Colorwork Ring gegeben, weil sie zwei hatte in der Bestellung und natürlich nur einen brauchte. Vor allem war es auch irgendwie witzig. Ihr hat der größere gepasst und sie wusste nicht, was sie mit dem kleinen anfangen soll. Und mir hat der kleine gepasst. Also es war eine perfekte Lösung. Und jetzt ist mein Akku leer gleich, bevor ich mein letztes Whip mit euch geteilt habe.
Ich mach's mal ganz schnell. Ich hoffe, es bricht jetzt nicht ab. Hier. Das ist auch ein knalliges Projekt. Und zwar ist es der Midgard-Sweater von Yarn Me Up, Johanna Schütz. Und da bin ich jetzt gerade am Ärmel. Da werden dann die Maschen fallen gelassen. Genau. Das tut mir jetzt leid, dass ich mich so beeilen muss jetzt noch am Ende. Ich benutze hier auf jeden Fall Merino-Garn, britisches Garn. Das sind hier solche Konen von Woolly Knit. Und ich mag das sehr gern. Also es ist richtig angenehm. Die Anleitung ist auch sehr cool. Da habe ich sehr viel Spaß damit. Und mehr seht ihr dann auf jeden Fall gerne auf meinem Kanal, wenn ihr möchtet. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Heute ging es nicht allzu lang wegen dieser Akkusituation. Und ja, macht's gut, ihr Lieben. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!